In 3, 2, 1. Irgendjemand arbeitet mit der Motorsäge. Hör auf, Kim. Ich höre schon beim Port wieder. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist hier los? Wo, Mord und Totschlag. Wo sind wir denn hier hingekommen? Das ist aber nicht normal hier, oder? Da oben ist noch ein Rex. Rex, weg, 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 weg. Aber wir waren doch eben nicht hier, oder? Ich brenne. Ihr wart in Nord. Wir sind auch in Nord geportet. Wo sind wir denn gelandet? Arg. Wir sind in Nord-Ost. Definitiv. Eigentlich haben wir uns definitiv in den Norden geportet. Okay. Leute. Hier ist ein 134er weiblicher Tackle. Nein, ich höre auf damit. Ich glaube, hier gibt es viele High-Level. Nicht unbedingt. Vielleicht sollten wir den nochmal überlegen. Andererseits, hier gibt es so viele Tech-Rex. Ja, eben. Passt schon. Hübsch. Wo seid ihr denn jetzt abgeblieben, ihr zwei? Ich flieg hier oben rum. Wo seid ihr? Da ist ein Pau. Wo ist der Dex? Unter Pau. Unter Pau? Im Schatten. Okay. Unter Paus Schatten. Wo soll man hin? Naja, da, noch da mal. Oben ist Dex. Der ist über dir. Ja, komm ich da hochgehopst? Nee. Hab mal zu mir runtergehopst. Hier ist auch ein Stück Schatten. Ein Stück Schatten. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre hier so ein Antio auch gar nicht so verkehrt, ne? Isoliert gegen Wärme und Kälte. Sehr hilfreich. Stimmt. So, nochmal. Ich möchte nach Norden. Arg. Das kommt davon, wenn man, bevor du portest, schon auf die Motorsäge drückst, ne? Da denkt sich der Norden, so eine Verrückte wollen wir hier nicht haben. Ja, das liegt aber an dir. Wieso? Was mach ich denn? Das ist eine Tiere Stinkefisch. Ich sehe Hexagons. Hat der auch gestunken? Ich sehe ganz viele Hexagons. Einfach nur Sechseck. Ihr kriegt das schon hin. Ich sehe Sexagons. Ganz so, viel Sexagons. Ja? Erstmal auf zum Gnomi. So, Rexis. Überlebe ich das zu euch zu laufen? Wenn man so mal aufdütscht wie so ein Tennisball, so dütsch. Wo sind die Rexe? Da hinten unter der dritten Brücke. Also mir ist halt ein bisschen warm. Wir sollten auf jeden Fall warten, bis es wieder Nacht wird, da ihr nur im Schatten laufen könnt. Hä? Ah, jetzt sollen wir da hin. Okay. Ich bin mal hier zurückgelaufen. Wie sehen die denn so lebenstechnisch aus? Finde ich so lustig. Was bist du denn, Gnomi? Ich wollte den Rex mal eben bei dem Rex, der bei Pau ist und bei Dex. Ich bin gerade zurück in den Schatten gelaufen. Bei der Dufteblume. Dann bringe ich mal eben den Dreieck zu euch. Den Dreieck? Wenn du in der Sonne bist, hast du voll diese mega Hitzewelle-Zeichen. Mhm. Sobald du in den Schatten bist, hast du direkt Kälte. Es dauert nicht mehr lange, bis es wieder dunkel wird. Was steht bei mir? Also sollten wir vielleicht eben noch warten. Hälfte? Heiß? Kalt, heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt, heiß. Wenn es dir zu kalt ist, ich habe hier ein Feuer gemacht. Dex, deck mal nur dein. Ach, egal, nein. Da kommen dann gleich ein bisschen Gefahr. Mein Messstab. Das ist so eine Wunderkerze. Also, was ist eigentlich, wenn ich so bin? Warte mal. Heiß. Ich glaube, es ist besser, wenn die Füße draußen sind. Man hat doch gesagt, man soll die Füße warm halten. Dann bleibt der Kopf warm. Ja, irgendwie sowas war da mal. Aber dabei soll man den Kopf kühl halten. Was? Der Schwanz vom Weg. T-Rex zählt auch als Schatten. Mhm, und sein Schweif auch. Wow. Er ist ein Rex, hey. Der hat einen Brecher. Wie ein Blauwal. Was hat der Metal gesagt? Gemälch. Der Metal, ey. So, ja, der andere Rex hat noch keinen Sattel im Moment. There we go. Da
Darf man den schon leveln oder darf der nicht gelevelt werden, weil er gezüchtet werden muss? Ja, level ruhig. Wir haben die Soulballs mit drauf, mit der kann man die Stats sehen. Also. Damage und Leben. Ab jetzt ich, machen wir dann zu Fuß weiter erstmal, ne? Würde ich sagen. Ja. Ja, schnapp ich mir hier nochmal ein bisschen was von dem Maroon Fisch. Aber den T-Rex würde ich gerne einpacken. Packen. Ja, hat jemand eine Soul? Habe ich vergessen mitzunehmen. Ja. Einige. 10 Stück habe ich, glaube ich, dabei oder 20. Okay. Hey, okay, ich wollte gerade einpacken. Ich saß da noch drauf, Mann. Ja, deswegen, ich hab doch gesagt, die Dinger hier sind gut. Sag mal, wird das jetzt langsam mal wieder duster? Eigentlich nicht. Oh, die Sonne kommt übrigens näher. Hm. Dann sollten wir vielleicht erstmal in die Richtung gehen. Warte mal eben. Just. Einen Moment. Ich kann ja mal im Missionsterminal gucken, wenn das heißt. Der Teleportationsterminal ist 400 Meter in die Richtung. Heißt, kleines Licht? Nee, Technological Terrors. Heißt das. Ach, übrigens, 400 Meter. Meine Base ist übrigens da in der Ecke. Da. Da hinten, okay. Da oben. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt hin wollt, weil, Licht. Hast du schon was gebaut? Nein. Darf ich noch nicht, ich habe meine Werkbase im Dings noch nicht fertig. Noch gar nichts. Nicht mal eine Werkbank, nicht mal eine Foundation, nicht mal eine Tür? Nein. Ein Stuhl? Nein. Nix. War doch halt dieses Mal noch gar nicht. Aber. Muss ich runter, ne? Richtig. Achtung, Raptor. Eine Ebene weiter nach unten. Ja, ich kann das ruhig machen. So, Technik. Aber ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, ich packe das Tierchen hier doch erstmal nochmal wieder ein. Ach, hier runter, okay. Dortflug! Also Gleiter sind auch sehr gut hier in dem Tag. Aber wie kommst du denn hier wieder hoch? Spring. So, ihr seid einfach nur da runter gehöpst? Richtig. Jo. Meine Fresse, ist das warm oh, hier. Tu's nicht! Eine Menge Tech-Rexe. Oh, das ist hier eine Menge Tech-Rexe. Oh mein Gott. Hau beeil dich! Ja, ich, hier ist so ein Riesenzweig und ich, das ist mit in der Sonne. Oh, die Flasche. Ja, der Mann kommt gerade. Wo ist er denn hier? Oh, das ist aber ein hübscher Tech-Rex da mit Lila. Ey, 19. Scheiße. Kann ich an die Dermis von dem ran? Kenn ich hier nicht. Dafür sind da zu viele andere drumherum. Aua! Wer da was? Nein, nicht zu doll abprallen. Halt, ich bleib hier oben. Du musst einfach zuschlagen ein bisschen. Dann gehst du auch in die andere Richtung wieder. Wir könnten die Mission aktivieren. Das ist ein Gauntlet. Da kriegt man diese Waffen, mit denen man extrem viel Schaden macht. Und was wollen wir damit? Die Tiere töten, die hier im Weg sind. Da ist ein männlicher 100 Level 139. Das wird immer höher hier, Mann. Welchen willst du denn jetzt haben? Alle. Ja, wir könnten, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das doch einfach. Okay. Oh. Welcher war das denn jetzt? Der helle. Markier den mal. Mit deinem Blut. Ja, da, wo die Schadenszahlen auftauchen. Nee, da erschieße ich gerade ein. Du meinst jetzt nicht den schwarz-silbernen? Nee, den erschieße ich. Das ist Level 91. Du vermaledeites Mistvieh, ich komm hierher! Oh boy. Moment, hier sind 3. Hier sind 5. Aua. Was bist du für einer? Ah, den mit den roten Augen nicht erschießen. Oh oh. Okay, ich geh jetzt erstmal auf den Sturzflug. Bye bye. Und der andere hier? Den kann man abballern jetzt hier den? Der im Schatten hier, ja. Der ja, wo jetzt mal die Schadenfallen auftauchen. Den mit den roten Augen nicht töten. Okay. Die ohne rote Augen töten. Oh, nervige Drohnen hier. Ja, die Flugdrohnen sind extrem nervig. Merke, Schusswaffen sind im Lunabium durchaus wichtig. Schwert. Aua, der hat mich gebissen. Och, nicht so schlimm. Oh fuck, ich rutsch ab. Bist du gleich wieder hier oben? Au, du musst das Viech irgendwie noch erziehen. Mach ich. 10 Peitsche kommt ran. Oh, dem gefällt das gar nicht, dass es seine Brüder hier harveste. Ich verbrenne schon wieder. Wir brauchen aber die Electronics, mein Freund. Aua. Deine Babys werden da schließlich auch zu verarbeitet irgendwann. Was? Ja, stimmt.
So, das Rotauge. Ist ja noch ein anderer hier? Nein. Da hinten sind noch zwei sehr hübsche, die von denen ich gerne die Dermis hätte, aber. Oder zumindest einer mit dem Lila. Also der darf gezähmt werden jetzt werden, ja? Der rote da, ja, ja. Das war die ganze Frage. Ja. Ich habe leider nichts zum Betäuben außer meiner Kettensäge und das will ich nicht versuchen. Das ist hübsch. Das Rot gefällt mir echt gut. Mhm. Die roten Augen sind schick. Ich weiß nicht. Aua, meine Rüstung, Mann! Das kannst du jetzt aber nicht mir ankreiden. Oh, oh. Oh, ist noch einer! Sprit. Also den hätte ich jetzt gerne die Dame zu machen. Ja, schießen. Wo ist denn jetzt das Rotauge hin? Hier, bei dem Terminal. Aua. Ah, okay, da kommt er. Du hängst da fest? Das ist ja gut. Der müsste doch langsam mal irgendwann demnächst umfallen. Er könnte mit H scannen. Ja, über Hälfte ist er schon. 8000 von 14.000. Meine Rüstung! Die hatte ich gerade repariert, du elendes Mistvieh. Ja, der hat mir auch meine Rüstung zerfetzt. Oh, hey. Meine Rüstung war besseres Wert. Der hat nicht gezählt. So, ich hab die Dermis. Und ich hab einen Schlag vom Rex gekriegt. Fliegt der mit Piu! Aber ich hab's geschafft, oben zu bleiben. Oh, ich bin gleich tot. Vom Leben her. Ich hab kein Leben. Vom Leben her? Oh, ich kann auch mal was essen und was trinken vor allem. Ja, das muss man nämlich auch gerade. Aber da, wo wir eigentlich hin wollen, ist auch Wasser. Trinken und so. Ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar Aquatic Mushrooms. Wäre schön, wenn du im Schatten dich hinlegst, Rex. Hier ist gleich überall Schatten. Wisst ihr übrigens, was ich gerade gucke auf Amazon Prime? Oh Gott. Avatar. Nee. Nochmal den Film Warcraft. Habt ihr den gesehen, ja, Warcraft? Ja, ich hab mir den damals mal gekauft. Hab ich auch, genau. Haben auch auf DVD, haben wir aber gesehen dort und dann hab ich mir nochmal angeguckt. Hey, ich wusste das gar nicht. Ich hab das irgendwie gar nicht mehr realisiert, dass das der Travis Fimmel ist, der den Ritter da spielt, die Hauptrolle dort hat. Okay, für einen betäubten Rex da macht's nicht genug Schatten. Der Schauspieler von The Vikings. Ragnar Lodbrok. Pucki fliegt. Ja, ich hab den eigentlich abgeworfen. Hoffentlich kommt er jetzt wieder angelaufen. Ja, er dreht sich schon. Also, schon Pukis Reichprogramm. Oh Gott. Nicht so gut. Hat jemand von euch The Vikings gesehen? Oder die Vikings? Ja, Vikings? Ja, die ersten, ich glaube, zwei Staffeln. Dann kennt ihr ja den Ragnar Lockbrook, ne? Ja. Mhm. Und der ist ja der Schauspieler davon. Ich wusste das echt. Wusste das echt nicht. Jetzt kommt der Schatten. Lustigerweise habe ich den Film hier im Regal liegen und habe darauf gar nicht geachtet, dass das der ist. Und ich erkenne Schauspieler eigentlich nie wieder. Und ich finde das voll schade, dass sie das nicht weitergeführt haben. Ich finde das nämlich voll gut. Nein, ich habe. Ich fand das mich. Der ist echt ein guter Film. Ein gut gemachter Film. Oh, guck mal, der ist pink, blau. Hä? Ja, das ist blau, silber. Und rot. Bisschen dunkel. Oh, und ja, rot. Hübsche. Oh, Sonne. Maschala, der hübsche. Hä? Ach, das war nur so ein Dings davor, wa? War nur der Schatten von dem Meteor. Oder von einem Bruchstück oder was hier auch immer. Kann man sich hier verstecken? Ja, hier hinten kann man sich verstecken. Was war das denn noch? Ich hatte noch irgendwas, was ich dachte, ach, da musst du mal mit Dex drüber quatschen. War denn das? Ja, ich hab was. Wir hatten mal einmal vor ganz, ganz vielen Folgen, auch in diesem Let's Play, haben wir mal drüber geredet, über Herr der Ringe. Ah, richtig. Und dann kam dann mal das Thema, ich glaube, ach, irgendjemand hat es mal gesagt gehabt, ja, ich glaube, der Gnom hat das gesagt gehabt, dass Samwise Gamgee ja auch ein Ringträger war. Und dann haben wir alle gesagt, nee, ist er ja nicht. Und ich habe das Buch hier jetzt nochmal gelesen und der Gnom hat da vollkommen recht gehabt, weil der Samwise hatte den Ring auch längere Zeit getragen, als er dachte, dass Frodo gestorben ist an dem Stich der Träger, ja. Ja, und ich habe ja im Film wird das ja auch nur mal ganz kurz angezeigt, dass er den Ring trägt, aber nur trägt in seiner Tasche. Dabei ist das ja im Buch hier ganz anders, dass er den öfters auch aufzieht. Ja, um sich zu verstecken oder durchzuschleichen. Richtig. Ja. Und ich habe das voll verdrängt. Und wie oft habe ich das Buch gelesen?
Aber das Buch hat halt auch, was waren es, 1600 Seiten? Ich muss zugeben, ich habe bei dem Buch tatsächlich aufgegeben. Warum? Die Geschichte ist toll, aber das Buch ist... Ich habe das auch im Film schon gehabt, dass ich diese ganze Reise mit Frodo, Smeagol und Sam ein bisschen langatmig fand. Und im Buch ist das teilweise... Noch länger. Mhm. Aber es passiert auch noch viel mehr. Mhm. Ah, ja, aber es passiert die ganze Zeit was immer. Andauernd. Also das Buch hat keine Pause. Als Hörbuch hatte ich damit kein Problem, aber als im Buch selber, das war dann irgendwie eine Beschreibung von irgendeiner Gegend, die dann über drei Seiten ging und irgendwann so, ja. Tolkien, komm schon. Richtig. Das finde ich aber, also für jeden Regisseur, der würde sagen, danke. Ja, natürlich. Ich fand das sehr gut, weil dann kannst du die Fantasie von deinem Hirn so ein bisschen ankurbeln und dass die dir das Bild machen, ein Bild zu dem Erzählten. Ich habe mal von jemandem gehört, der nach Tolkiens Beschreibung Bilder gemalt hat. Cool, ne? Ja, ich meine, es ist... Gesehen habe ich die nicht. Ich habe es, wie gesagt, nur gehört, dass es so jemanden gibt. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber ich muss mal wieder sagen, wie gut Peter Jackson, der Regisseur, für die Leute, die das nicht wissen, wie gut er das alles gedreht hat, dass es ein bisschen angenehmer ist für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, die keine Fanboys sind von Herr der Ringe, die den Film einfach gucken wollen und auch damit Spaß haben möchten. Wie gut er das gemacht hat. Verdammt gut. Ja, alles. Absolut. Das hat er. Er hatte wirklich eine Aufgabe, die war massiv und er hat das hervorragend gemacht. Normalerweise werden es halt nicht 11 Stunden sind es, glaube ich, insgesamt Filmmaterial. 12 pro Film. Und 14 12 Stunden ist das alles zusammen und 14 Stunden, wenn du die Extended Edition hast. Ja. Bucki hat gerade beim Fliegen gekackt. Gut, ich hatte jetzt 11 geschätzt, aber gut, dann sind es 12 Stunden. Aber dann halt, wenn er hat halt auf 12 Stunden runterkondensiert. Ja. Und zwar geschätzte 45 Stunden. Locker. 50 Stunden. Ja. Ich finde die Hobbit-Filme auch noch sehr gut. Also es gibt die Ringe der Macht habe ich mir sicherheitshalber nicht angeguckt. Es gibt viele Leute, die sagen, dass der Hobbit besser ist als der Herr der Ringe. Nein. Ich bin da nicht der Meinung, aber es gibt viele Leute wirklich, die sagen, ich finde den Hobbit besser. Und bestimmt er ist näher am Buch. Es mag... Oh, hey. Er ist deutlich näher am Buch und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo viele dann sagen, das ist besser. Kommt der näher? Näher am Buch ist gut mit Legolas. Also, wollte ich gerade sagen, Legolas hat da nichts mit zu tun. Tauriel, die Elfin, ist da überhaupt nicht mit im Buch mit drin. Es stört mich jetzt nicht so sehr, dass sie dabei sind, aber es ist halt nicht im Buch. Ich wollte gerade sagen, Legolas kommt erst im Bruchtal dazu. Richtig. Wobei ich zugeben muss, ich ärgere mich ja ein bisschen über die Ringe der Macht, weil... Ich habe sie, wie gesagt, nicht gesehen. Aber von dem, was ich gehört habe, soll es ja nun nicht so gut sein. Doch, guckst du dir an. Ist gut. Und das Problem ist so... Guckst du dir an. Das guckst du dir an und... Aber auch das, was ich teilweise von den Kostümen gesehen habe, ist nicht noch weniger zu tun, aber die Umsetzung, also die bildliche Darstellung, die ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Die ist für die Serie verdammt gut gemacht. Die Rüstungen, die ich gesehen habe, waren wieder miserabel. Nein, haben sie ganz gut gemacht. Und ich bin ja ein großer Fan von Herr der Ringe. Haben sie gut gemacht. Ob das jetzt gemixt ist mit vielen Büchern und allen wieder drum und dran. Es ist immer wieder so gemacht, dass sie so eine Brücke gebracht haben. Zwischen, hey, du könnt alle mal gucken. Und hier, Fanboys, ihr könnt auch mal reingucken. Also ich find das eigentlich ganz gut gemacht. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie... Ich meine, ja klar, die Zeitperiode, die sie da genommen haben, ist auch cool. Aber verdammt hätte ich gerne auch mal ein bisschen was von Morgoth gesehen. Da gibt es so viele coole Sachen im Silmarillion. Und gerade Morgoth. Wer weiß. Gerade dieses richtig Böse. Wer weiß, was noch kommt. Ja, ich hoffentlich. Ich wollte gerade sagen, trau denen zu, dass sie dann noch 3-4 Dinger davon machen. Weil Morgoth ist ja mit dabei. Ja? Ja. Guck's dir mal an. Ich finde die Serie verdammt gut gemacht. Da sollte ich so sauern, Boy. Oh, meinetwegen. Ich werde sie mir vielleicht mal angucken. Ich hatte halt schon so negative Presse gehört und dann so... Oh, ja, sollte ich lassen? Ich höre mir... Ich noch nicht dazu durchgerungen. Ich höre mir meistens sogar... ich weiß wieder, worüber ich mit dir reden wollte. Sex. Ja? Kennst du Gollum?
Ich kenne Gollum, das ja. Das Spiel. Ja, ich hab, hatte ich doch auch schon mal im Stream mal erwähnt, dass der Entwickler mich vor einem Jahr mal angeschrieben hat. Edelig. Ob ich das Spiel mal testen wollte. Ich habe ja gesagt, jetzt, bis jetzt haben wir aber habe ich nicht mehr mit dem keinen Kontakt mehr gehabt. Ich hätte, könnt ihr euch mal beeilen? Ich hätte mich, glaube ich, mal bei dem melden sollen oder sowas. Das Spiel ist, glaube ich, schon veröffentlicht worden, ne? Musst du mal die Bewertungen angucken. Die Bewertung ist abgrundtief schlecht. Access ist, aber sind viele nicht so sehr begeistert. Ja, das Spiel ist grafisch weit zurück, spielerisch mit unendlich vielen Bugs. Aber mich stört sowas erstmal gar nicht, weil ich will das Spiel selber spielen, um dann mir selber meine Meinung dazu bilden. Ich warte mal ab, wie du, wenn du es spielst, wie das dann aussieht. Weil was ich. Das ist halt auch Geld, ne? Das ist dann mal so eine Sache. Wie teuer ist das denn? Recht teuer, weil das ist eine. Das ist recht Ringe. Teuer für das, was die Bewertungen sagen, ist das. Ich glaube 39 Euro? Was mich halt überrascht, ist, dass es Dedelic. Dedelic machen Erstklasse, Topklasse Spiele. Ja. Und aber du weißt natürlich mal wieder, da war bestimmt wieder jemand, der gesagt hat, jetzt raus. Ne? Jetzt raus. Es muss raus, sonst haben wir keine Zeit mehr oder sowas. Die Entwickler selbst haben sich ja für das Spiel entschuldigt. Das muss man sich mal überlegen. Du machst da was und steckst da all dein Herzblut in ein Spiel und dann musst du dich dafür entschuldigen, weil das so scheiße ist. Gehst du reparieren? Voraussetzt, ich komme rechtzeitig runter. Gehst du reparieren? Muss zurück, ich muss mich selbst reparieren. Kannst du das mal mitnehmen hier? Ich kann nichts mitnehmen, ich kann dich mitnehmen. Nimm das mit dir, das und hallo, das. Hallo Afrias, ich hab eine Hitze-Chili mitgebracht, mitgenommen. Nee, hab ich auch nicht. Aber ich hol mir noch ein bisschen was im Medical Brew und muss meine Rüstung reparieren. Okay. Sofern der rechtzeitig teleportiert. Ah. Jetzt unterwegs. Bist du so mitten im Nichts. 30 Leben. Im Flug. Also wenn's Bugs sind, die unspielbar sind, dann mag ich das nicht. Dann bin ich eher traurig, wütend und enttäuscht. Das hatte ich ja bei großer Fallout-Fan und dann Fallout 76 online mit Freunden. Genau das, was ich immer gewünscht habe. Und das war ja mal gar nichts. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da haben sie dann alles Mögliche getan, um das wieder gerade zu biegen. Aber dann war dann das der große Hype weg und ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Die meisten Bugs sind auch immer noch drin. Zumindest laut der Aussage von meinem Kumpel, der auf der Konsole spielt. Hier so rum. Wir schlagen gerade die Asteroiden auf der anderen Seite dieses riesengroßen Felsens. Der schützt uns gerade. Das ist doch auch gut. da wollte ich hin. Also wie gesagt, Gollum, ich habe das gesehen, als der Entwickler mich angeschrieben hatte und ich war sofort begeistert, total begeistert von dem Spiel. Die Grafik war aber die Grafik war aber damals schon beim Trailer, habe ich mir schon gedacht, so okay, sieht jetzt unbedingt nicht, es ist kein Unreal 5 Engine, das sieht man sofort. Also es ist eine Unreal, weiß der Geier was, oder irgendwas mit einer Engine, etwas altbacken. Aber gut, mich interessiert nicht unbedingt immer die Grafik. Hauptsache, die Story ist lustig, gut gemacht und man muss sich halt, glaube ich, da so durchstylzen, ne? Ist, glaube ich, Rätsel lösen, Stealthen und solche Sachen. Aber ich hoffe nur, dass das besser ist, als sie sagen, weil es wäre halt, das Konzept ist halt wirklich cool. Auch Gollums Reise ist sehr interessant. Ja, Gollums Reise. Gollums überhaupt ganz komplette Gollums Geschichte ist total wie super. Wie lang die eigentlich ist gegen das, was im Film gezeigt wird. Im Film ist das ja im Prinzip so ein, er hat Bilbo verfolgt, er kam nach Mordor und dann war er irgendwann in Moria. Da war das, wie viel da eigentlich noch zwischen war, war ja aber irre. Aber was er gut gemacht hat, Peter Jackson hat die Geschichte ein bisschen gezeigt, beim dritten Teil fängt das ja direkt so an, wie er als Smeargol mit seinem Bruder angeln geht. Das gibt's nicht im Buch, diese Szene. Ja. Die ist eigentlich aus Herr der Ringe. Nee. Doch. Im Buch ist das nicht. Ich bin nicht ganz sicher, ob er selbst das erzählt oder... Das ist nur der Gandalf, der sagt das nur. Aber nicht dieses Stückchen, wo die da auf dem Boot sitzen, angeln und sowas. Es wird nur mal ganz kurz angedeutet, dass er verstoßen worden ist aus der Familie. Richtig. Aber es wird nicht gezeigt, dass er seinen Bruder getötet hat oder sowas. Das hatte glaube ich, irgendwie... War Peter das Jackson, sein Bruder? Ja. Es wurde wahrscheinlich, glaube ich... Also es wurde, irgendwie wurde es gesagt. Sonst hätten also der Ring wurde jemandem anderen geschenkt. Und er hat ihn dann an sich genommen, nachdem der andere zwecks Wassereinnahme verstorben ist. Eagol. Eagol, ja. Das Ding ist, es war auch nicht, er wurde nicht sofort verstoßen. Gollum
hat eine ganze Zeit mit dem Ring gelebt und hat ihn halt benutzt, um seine Familie auszuspionieren. Richtig, längere Zeit war der. Sehr lange Zeit. Aber der wurde eben ausgestoßen. Genau, dann wurde er irgendwann ausgestoßen, weil seine Großmutter, die Matriarchin der Familie, das war so ein großer Hobbit-Clan, gesagt hat, komm, geht nicht mehr, du machst hier nur einen Blödsinn. Weil er wurde halt auch zu einem sehr unangenehmen Gesellen. Es war ja anders als bei Bilbo. Bilbo hat ja bei ihm auf Bilbo hatte der Ring weit weniger Auswirkungen, weil Bilbo seine Reise mit seiner Zeit mit dem Ring als mit Mitgefühl begonnen hat und Smeargol eben halt mit Habgier. Mit Habgier und Mord. Mhm. Und deswegen hatte der Ring geringere Auswirkungen auf, ja. Genau. Und dann wurde halt Smeargol verstoßen und dann ging die ganze Geschichte los. Also man könnte eine wunderbare Geschichte auch einen ganzen kleinen Film zu Gollum drehen, so einen zweistündigen Film. Das könnte man perfekt machen. Ich glaube, das würden sich die Leute auch gerne angucken. Wäre sogar auch eine traurige Geschichte. Man könnte mal wieder Gandalf dazu nehmen, mal wieder ein paar Aragorn Frodo könnte man dazu nehmen, die Elfen könnte man dazu nehmen. Ja, der Aragorn, wie oft er den eigentlich im Buch gefangen hatte. Der ist ja eine ganze Zeit mit dem auch hin und her gereist, ja. Weil er den halt. Wie war das? Er musste irgendwie mal einen Fluss mit ihm überqueren. Also Gollum wurde gefangen genommen von, ich glaube, Aragorn selbst. Gandalf, einen von beiden. Und dann musste Aragorn den irgendwie von A nach B schaffen. Und dann war da ein Fluss im Weg. Was hat Aragorn gemacht, damit Smeargol nicht abbaut? Hat ihn an den Stamm gebunden und ist rübergeschwommen. Das finde ich so geil. Das ist eine geile Idee. T-Rex ist fertig übrigens. Ja, wir können endlich weitermachen. Was wir ursprünglich tun wollen. Am reagieren. Am reparieren. Bleiben Sie sitzen. Bleiben Sie stehen. Bist du soweit, Kim? Nee, noch nicht ganz. Moment. Ich muss mal eben meine Handschuhe kann ich jetzt gerade nicht. Willst du deine Handschuhe wieder haben? Was? Ihr portet nach Norden, ne? Ah, die habe ich schon repariert, ja. Meine Handschuhe können wir aktuell nicht reparieren, die waren zu teuer. Die von Dex, die Handschuhe habe ich repariert. Ja, ich habe seine Brust repariert. Sag mal, ist dir aufgefallen, dass er uns so laufen lässt hier? Ich bin irgendwie unter deinem Tier. Ja, ihr könnt auch irgendwie. Ihr beide könnt auch wieder nach Norden teleportieren. Obala. Ja, wir kommen da gleich hin. Haben wir noch Handschuhe? Keine Ahnung, musst du durch die beiden Schränke gucken. Darf ich mal ganz kurz absteigen? Ich bin nicht unter dem Boden. Beide. Oh Gott. Eventuell bei den Sätteln, nee, aber da ist nur ein bisschen Werkzeug, also noch ein Bohrer. Na, dann lebe ich ohne Handschuhe, das wird schon gehen. Bohrer? Die beiden nehmen wir einfach mal im Inventar mit, das wird schon nicht so schlimm sein. Spaghetti bleibt hier, oder? Wer? Dein creepy Spaghetti. Nee, der kommt gleich mit. Du hast ja angereift, voll lustig. Gegen so ein Riesenvieh. Ein bisschen. Ja. Der Rockdrake, der wird von fast allen angegriffen. Ist hier nichts? Okay, let's go. Kornblume? Ja, erstaunlich guter Name für Paul. Hey! Also, dieses Tier stinkt nicht, ja? Nein, das ist ja noch was am Erreichen. Wartest du? Ja. Lunar Nord. Ah, der Chris hier oben war. Hier kommt Duncan Space. Das ist echt so anstrengend, mit dir da rumzulaufen, weil ich bin immer im Boden drin. Oh. Also unter dem Tier. Ah, gute Stelle. Aber wenn die Sonne kommt. Dex, du bist gemutet. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, warum der das aktiviert hat. Hä? Ich glaube, bei Dex ist gerade potenziell das Headset kaputt gegangen. Nee, das ist irgendwie. Ja. Nee, doch, nein. Hallo? Hilfe? Wieso aktiviert das Mikrofon im TS automatisch alleine? Die sind da, Dex. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was ich sagen wollte, was ist denn eigentlich hier? Du hast ja gar keinen Schatten hier oben. Das ist nicht so schlimm, ich baue mir ja Schatten. Wenn man eine Base hat, ist das okay. Ja. Pau, mach du mal. Kannst du eine Base machen mit Glasdach? Teilweise, ja. Also zumindest Glaswände sind geplant. Zählt das dann auch als Schatten oder ist dann das. Nein? Das zählt als Sonne. Oh. Wo ist Dex eigentlich abgeblieben? Auch die S-Plus? Hast du die da oben gelassen? Ja, Dex wollte nicht mehr, weil er sagte, er ist nur im Boden. Ja, ich hänge mal irgendwie im Boden drin. Wo bist denn du, Dex? Was sollen wir machen, Dex? Zwischen den. Komm, ich zeig dir mal was. Nicht abstürzen. So ist brav. Wo seid ihr denn jetzt hin? Oben bei der Base. Den Geysir und dann ein Stück nach oben. Rockdeck ist halt zu schwer. Ich habe hier eine beknackte Drohne vor der Nase. Mal her, Dex.
Ups, das ist in die falsche Richtung. No, 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 no. So, ach, das ist der Gnome da. Und das ist die Creme. Okay, irgendwie immer so Punkte, die fliegen in die Luft. Ich bin bei den vielen Steinsäulen. Und ich bin da, wo die Drohne schießt. Komm mal her! Mensch. Hey, gib Stein! Hier wird sie Base bauen? Richtig. Ah. Hier, diese Plattform hier oben, beziehungsweise nach da hinten hin ausgebaut. Aber bei den Säulen, also auf der falschen Seite bin ich gerade gewesen. Ja, kann sein. Wird halt so diese Hauptdings, die, die Säulen mache ich jeweils mit zu Türmen. So, baue das da mit drin ein. Als wären die aus den Felsen geschlagen worden. Dran, an die Türmchen, das sieht so, sehr, sehr cool aus, Baumplattform. Habe ich schon gesehen. Nee, Plattform mache ich da keine ran. Es geht ja, aber das mache ich nicht, weil das habe ich auf Staffel, das habe ich jetzt Aberration gemacht. Da unten baue ich das jeweils aus. Da unten wird so ein Tierparkplatz, ein großer Platz. Und wo jeweils die Brücken werden abgetrennt mit großen Behemoth-Toren. Und das halt alles in Mischung aus Tech und Metall. Also mir gefällt das. Achso, mit Tech und Metall, genau. Wo ist das blöde Vieh? Da oben. Ermorde sie bitte, Dex. Ich habe immer noch nicht zum Schießen dabei. Ich treffe nicht. Jetzt hab ich getroffen. Aha. Jop. Ding, 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 ding. Ich hab das auch so versucht zu bauen, dass man, dass ich den Felsen selbst mit einbaue. Also ich habe zum Beispiel an einer Stelle keine Treppe, sondern damit sich so eine natürliche Felsrampe hier unten irgendwo wurde. Du willst wirklich diese drei Säulen zusammen erschließen? Das ist cool. Das wird echt mega. Ich hoffe, dass ich das so hinkriege. Machen wir das von der Ebene, wo wir jetzt hier stehen. Eine Plattform, die sozusagen da drüben die Säule als Stütze unter der Ecke verwendet. Nee, das ist doof. Das sieht tatsächlich doof aus. Ich hab's versucht. Da unten, wo die Kornblume gerade rumtapert, Luft ist. Also, dass man sozusagen drunter laufen kann. Ja, hat auch was. Aber tatsächlich sieht das dann zu bisschen zu künstlich aus. Ja, ich weiß, du hast ja dein Dings schon geplant. Ja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit warten muss, bis man schon wieder geheim spielen darf. Dann hat man zu viel. Ich will Räume einrichten, ich will Lagerraum bauen. Und ich habe die Rückseite der Base ist noch nicht gebaut, da kannst du noch bei helfen. Ja. Da habe ich noch keine Idee für. So, Ladies, wir wollen jetzt da vorne hin, wo der Glitch ist. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Wartet mal. Oh, Dex. Was soll ich machen? Voll spät schon. So, ja. Bis zum nächsten. Und dann geht's zum Glitch da hinten. Hahaha.